Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir überlegt, da ich momentan in einem Energy Weekly Review Grand Chase getestet habe und das Spiel so komplex ist und so viel zusammenzufassen ist, dass ich daraus ein Guide-Video mache. In diesem Video soll es darum gehen, dass wir die Anfänge von Grand Chase ein bisschen beleuchten und ich Anfängertipps gebe, wie ihr am besten in Grand Chase startet. Solltet ihr noch andere Guides haben wollen, schreibt es bitte gerne in die Kommentare und vielleicht ist das nächste Video dann über euer Thema, was Grand Chase betrifft. Ich freue mich auf diesen Guide und viel Spaß mit dem Video. Hallo an alle Chaser da draußen oder die, die es noch werden wollen. Um einen kleinen Einblick ins Game zu bekommen, schauen wir uns die erste Videofrequenz an, die uns das Spiel bietet. After the prophecy of the 12 disciples, the Tower of Disappearance materialized. One being was waiting for the Grand Chase, and that being was Kazeyase. After a battle that felt like an eternity, they were once again able to save Aernus from danger. When everyone thought it was all over, a dimensional chasm opened, and they were swallowed up by the Great Darkness. Wenn ihr in dieses Spiel kommt, wird alles sehr umfassend erklärt. Man kann das Spiel auf englische oder koreanische Sprachausgabe umstellen. Das Game allgemein hat ein umfassendes Tutorial, was nicht am Stück ist, sondern sich nach und nach freischaltet. Wenn ihr die normalen Dungeon macht, hat jede drei Missionen, die ihr erfüllen könnt, um mehr Belohnungen zu erhalten. Ab Dungeon 2 bekommt ihr sogar den Autofight, was sehr angenehm zum Grinden ist. Jedoch seid gewarnt, ihr solltet euch vielleicht an die manuelle Steuerung gewöhnen, da es im späteren Spielverlauf extrem wichtig ist, sich nicht auf den Autoskill zu verlassen, sondern manuell tätig zu werden. Die Story von Grand Chase ist sehr sehenswert. Je weiter ihr in der Story voranschreitet, desto mehr erfahrt ihr über die Grand Chase und alles, was dazugehört. Nicht wie in anderen Spielen wird hier nicht mit Energie gespart. In Grand Chase bekommt ihr durch Login, Events oder sonstigen Achievements Energie geschenkt, die euch ermöglichen, ein fortlaufendes Spielerlebnis zu gewährleisten. Sammelt niemals alle Energie ein, denn wenn ihr über eurem Limit seid, verliert ihr die regenerierte Energie in euren Offline-Zeiten. Kurze Rechnung, ihr verliert 12 Energie pro Stunde, 288 Energie pro Tag und 2016 Energie pro Woche. Lasst die Energie deswegen bei euch im Postfach und sammelt sie nur ein, wenn ihr sie wirklich benötigt. Beachtet jedoch, die bleiben nur 6 Tage hier drin und verfallen dann. Aktuell sorgen Events dafür, dass man relativ schnell aufsteigt und die Charakter schneller gelevelt werden. Was ich euch hier schon mal empfehlen kann, tretet einer aktiven Gilde bei, um an Gildenkämpfen oder Gildenbossen teilzunehmen, die zusätzlich Materialien abwerfen. Da ihr am Anfang nur A-Charaktere habt, wartet auf eure erste S-Einheit. Die erste S-Einheit bekommt ihr bei Mission 1.6. Im Heldenwachstum könnt ihr diese mit euren Monsterkarten aufleveln. 6 Sterne plus 12 sollte euer erster S-Charakter sein, damit ihr die Welt 1 übersteht. Rüstet diesen Charakter immer wieder mit den besten Ausrüstungen aus, indem ihr einfach auf automatisch ausrüsten geht und für diesen Charakter bestmögliche Ausrüstung anlegt. Sobald ihr in Welt 1 alle Aufgaben abgeschlossen habt, wartet auf euch ein SR-Auswahlticket. Dafür müsst ihr in jedem Bereich jede Mission mit 3 Sternen abgeschlossen haben. Wichtige Anfänger-Tipps sind zum Beispiel auch, gebt niemals für royale Beschwörungen oder für Premium-Beschwörungen Edelsteine aus, um 10-fach Beschwörungen zu machen. Man bekommt im Laufe des Spiels durch Events, Erfolge genug Chancen, mit Prana Premium Tickets zu kaufen, um die 10 plus 1 Beschwörungen zu machen. Gebt eure Edelsteine aus, um hier unten alle Forschungsslots freizuschalten, da diese einen viel größeren Mehrwert bieten. Konzentriert euch auch auf die Skills Stimulation, Beschleunigung und Wiederbeleben, da diese auch mit den Buffs von Elesis und Io harmonieren. Im Heldentraining solltet ihr euch auf Angriffshelden, Scharfschützen und Magiehelden konzentrieren, da die stärksten Einheiten momentan Meta sind und hier das Level auf jeden Fall lohnt. Bei Belohnungen, bei Events oder Achievements konzentriert euch dort ebenfalls Assault, Ranger und Mage.
also Angriffshelden, Scharfschützen und Magierhelden, später für SR-Helden benötigt werden, um diese zu leveln. Solltet ihr Elesis besitzen, braucht ihr am Anfang keinen Panzerhelden, da Elesis eine Menge aushält und mit einem kleinen Heiler schon eine Menge Schaden anrichten kann. Derzeit habt ihr noch keine Möglichkeit, ihr oder Nelia mit einem SR-Auswahlticket zu bekommen. Daily Login, Events und Gildenpunkte Shop bekommt ihr random SR-Tickets, die ihr euch nicht aussuchen könnt. Mit viel Glück bekommt ihr hier Io und Nelia. Sichert euch alle Royal Beschwörungstickets für Io auf, da Nelia Chaser noch etwas auf sich warten lässt. Versucht Elesis so schnell wie möglich auf T3 zu bekommen, da jede neue Einheit das Meta des Spiels verändern kann. Meta-Einheiten sind sowohl im PvE wie im PvP gut. Wenn PvP nicht interessiert ist, kann mit anderen Einheiten im PvE dennoch sehr weit kommen. Passt eure Geschwindigkeit jedenfalls an euren Alltag an. Ich werde euch ein kurzes Bild einblenden, wie momentan der Fokus bei euch liegen sollte. Im nächsten Guide wird es darum gehen, die Charaktere mit den empfohlenen Ausrüstungsgegenständen zu befeuern, damit ihr das Maximum aus den Charakteren rausholen könnt. Ebenfalls werden wir kurz erläutern, welchen Weg ihr gehen könnt, um effizient die SR-Charaktere hochzuleveln. Wenn euch dieser Guide gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, Kommentare, wenn ihr weitere Guides haben wollt und ein Abo, falls ihr weitere Guides nicht verpassen wollt. Ich würde mich freuen, wir sehen uns im nächsten Guide. Ciao.